Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Cabello im heutigen Insacco. Da ist meine Statistik ja nicht so gut, aber wir probieren es mal wieder. So. Dann wünsche ich dem guten Mann mal ein bisschen Glück und hoffen, dass er verliert. Wir wünschen ihm Glück und hoffen, dass er Pech hat, so rum. Ja, Supply. Bin irgendwie mittlerweile mag ich Marksman Sledge mal wieder ganz gerne, muss ich sagen. Okay. Heavy Armor hat er. Ich denke, hier darf ich sogar einen Marksman in die Mitte stellen. Der zu weit außen. Man weiß es nicht. Probieren wir es aus. Immer eine schlechte Idee meistens. Aber was ist denn, wenn ich die so dahin stelle? Splitten die dann gescheit? Ich habe keine Ahnung. Okay, einen Panzer, weil man komisch wirklich so macht. Ne, ne, verstellt ihn noch. Das meint er nicht ernst, ne? Wenn der. Mal gucken. Mal gucken, was macht. Also, es zieht natürlich alles in die Mitte. Ja. Macht er immer noch, aber nicht mehr so extrem. Immer diese Spieler, die so lange brauchen und so. Nee, Quatsch. Okay, meine Crawler haben anscheinend, die haben gut gesplittet, das gefällt mir eigentlich. Aber ein okayes Timing, das passt schon halbwegs. Dass meine Marksmen erstmal nur auf Quatsch schießen, ist ja eh so oder so klar. Geht ja nur darum, dass seine Crawler und Fangs alle tot sind. Bevor meine Panzer tot sind, damit ich auf seine Mark Phönixe schießen kann. So, es klappt so halb. Ich glaube, ein paar Phönix verliert er jetzt, also einen auf jeden Fall. Und den zweiten auch noch und den dritten auch noch. Und dann reichen die Panzer auf jeden Fall aus. Sehr schön. Aber erste Runde halt, ne? Das hat noch leider nicht viel zu sagen. Ich überlege gerade etwas. Ich meine, ich könnte hier auch einfach Mustangs adden. Wir machen einfach Mustangs. Will ich eh haben. Ich würde auch auf Insacco wetten. Bei dem Rekord, den ich gegen ihn habe. Noch eins nach hinten. Sehr geaddet. Mehr Chaff einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach zwei Crawler. Das war ja noch gleich für den SPC. Heavy Armor. Jetzt gucken gleich Giant oder so ein Käse. Mal gucken.
Wenn ich jetzt gleich einen Melting Point zur Auswahl habe, dann nehme ich den. So. Der kocht irgendwas. $4,50 wert. $400 wert dafür die Freischaltkosten. Also wenn man ganz ehrlich ist, der Scorpion ist es eigentlich nicht für die Runde, ne? Der Overlord, den können wir mal nehmen. Und dann hatten wir den halt schon mal. Ich glaube, der Overlord wäre hier an sich schon der sichere Call. Dann hätte ich gerne noch Reichweite auf denen. Und noch ein paar mehr von denen. Ich glaube, dann bin ich ganz okay aufgestellt. Sekunde. So, muss mal kurz im Ofen rennen, mitten in der Aufnahme, sehr professionell von mir. Er hat die Scorpions genommen, aber... Oder den Scorpion und Artillerie. Er hat auch theoretisch das Life Rack dabei. Ja, ich glaube, der Scorpion ist halt leider super strong. Ein Phoenix lebt noch, zwei leben noch, weil der andere in meinen Marksman gekillt hat. Ja, gewinnt er leider. Aber zumindest habe ich seinen Scorpion noch bekommen, ist ja wichtig. Das muss die Reichweite sein. Denke ich. Bock mal wieder diesen Quatsch da auszuprobieren. Wenn man den noch eins nach hinten. Jetzt habe ich noch 100 über. Dafür könnte ich theoretisch Damage ausgeben. Holt einen zweiten Scorpion. Die Salve kommt auf jeden Fall gut. Die Salve kommt auch. Okay, aber es bringt jetzt im ersten Moment nicht so viel. Aber sind auf den eingeloggt, okay. Keine Ahnung. Könnte helfen, wenn die überleben, die Stormcrawler, und lange in Reichweite bleiben und killen. Ich weiß es noch nicht. Aber der Marksman ist drauf. Okay, das heißt, der ist schon mal tot. Die Runde ist gewonnen. Und sei es nur wegen dem Overlord.
Evaded Marksman. Sehr gut. Zwei Salben von dem Stormcaller noch komplett so ausgewichen. Ja, die kann ich nur zum Also eigentlich Spam Clear habe ich ja eigentlich mit den Phönixen genug, hätte ich gesagt. Was will ich denn jetzt überhaupt hier spielen? ...132, also ich habe immer 10 Reichweiten-Nachteil auf den. Ich meine, theoretisch kann ich hier einfach Overlord spammen. Die Frage ist halt, will ich nochmal Rhinos reinlaufen haben oder nicht? Ich glaube, die Antwort ist nein. Das heißt, ich will was zum Verkaufen nehmen. Das hier sind 500, ne? Und das sind 600. Aber das, okay, es macht keinen Unterschied mit denen hier. Kaufen den. Machen den Move hier wieder. Irgendwie so. Kaufen zwei Overlords. Geben den Reichweite. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Geht auch nochmal Crawler davor gesetzt. Okay, also den Chuff War auf jeden Fall gewinnen. Offensichtlich. Okay, jetzt spielt er den Phoenix Käse. Das Problem ist halt, dass der meine Mustangs jetzt relativ schnell aus dem Weg räumt. Ja? Und dann soll mein Overlord, dann habe ich ein Problem. Wobei es lebt nur ein einziger Phönix. Aber das Problem ist schlimmer nächste Runde. Und der eine Phönix macht mich jetzt schon fertig. An dem macht er nicht, weil tot ist. Ja, schwierig. Also ich kann hier auch Top Supply spielen, ne? Ich darf das, eher nicht, denke ich. Banks habe ich auch noch keinen einzigen. Ja, ist halt schwierig mit dem Kackviech jetzt hier. Ist leider ziemlich stark. Muss man mal sagen. Ich hätte schon Bock auf einen Wespenschwarm. Ich habe einen Mustang mehr in der Mitte, der schadet auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Reichweite schadet nicht. Ich habe auch nochmal hier einen defensiver Crawler. Schadet nicht, auch wenn er den ganzen Quatsch da hat. Ja, gut, aber massiv viele Wolken. Die nächste Runde brauche ich über Wespen spawnen. Das ist eine teure Runde für mich, befürchte ich. Mal gucken. Hat er jetzt Reichweite auf den? Ja, hat er hier Reichweite ausgegeben oder ausgegeben, klar. Der Kanu, wie ich.
Krieg den Debuff rein. Ach man, ey. Ja, okay, damit. Also ich meine, es ging jetzt nur darum, wie teuer die Runde wird. Jetzt wird es halt sehr teuer. Naja. Wird nichts mehr von ihm. Ach man, es ist ärgerlich. Man rund dominiert 6 oder 5 Runden lang und dann wendet sich das ganze Blatt. Es gibt nur eine Möglichkeit, das hier zu gewinnen, denke ich. Ich glaube, und nichts davon brauche ich dafür. Okay, ich nehme mal das hier mit für einen Mustang. Huh? Das kann ja nur so funktionieren, denke ich. Das ist meine einzige Chance, die ich jetzt noch habe. So oder gar nicht. Wenn es gar nicht heißt, dann heißt es halt gar nicht. Gebe ich jetzt hier noch das Defense Upgrade aus? Die Frage. Probier es mal so. Mal gucken. Ja. Ja, okay, ich bin zu dumm. Leider bin ich zu dumm. Aber er hat keine Luftabwehr geholt. Das heißt, meine Wespen müssten hier ziemlich rocken. Mal gucken, ob es reicht. Dann sehr viele Phönixe, die Frage, ob er genug hat. Könnte genug sein, leider, weil am Boden halt alles von mir schon tot ist. Nächster Schwarm Wespen ist da. Braucht den Debuff dringend. Und genug. Ja, jetzt könnte es weiter so nicht reichen. Das war halt ein One-Trick-Drone leider. Giant Hand ist komplett irrelevant. Sticky Oil Bomb. Könnte es sein, hat er viel Schaff? Er hat schon viel Schaff, ja. Ich weiß jetzt halt nicht, wie schlau er ist. Ich will 2 Crawler haben. Einen hier hin. Dann hätte ich gern noch die Sticky Oil Bomb. Hätte ich gerne hier hin. Und dann sollen die einfach sich zurückbewegen. Die Frage ist halt, wie mache ich das jetzt hier? Reichweite ist ein No-Brainer. Kredit ist auch ein No-Brainer. Eins, zwei, drei und ein Schild. Nehmen wir auch ein Schild hin. Eins, zwei, drei. So, jetzt haben wir keinen genug hier irgendwas zu rotieren. Dann ist es nochmal ein Marksman Level 2, ich bin so dumm, ey. Ich kann nicht rechnen. Egal, jetzt habe ich es verkackt. Ist wurscht. Ich hätte auch all diesen Sachen hier ausgeben können. Hat er leider geschildert, der hat gebrochen. Ja, mach gut.
Meine Missabwehr war leider komplett useless. Meine Mustangs sind alle down. Und ich verliere das GG Worldblade. Ja, ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Man muss es leider festhalten. So laufen alle meine Spiele gegen den Zacko. Ich verliere. Und hier halt wieder, keine Ahnung. Ich hätte halt auch nicht, hätte ich das gewusst oder das macht, hätte ich natürlich anders gespielt, aber hätte Fahrradkette. Man kann diese scheiß Feuerraketen halt einfach nicht abfangen. Kann man das mit Fortressen? Ich krieg da aber nicht mehr. Ich weiß nicht, was man gegen Vulcans Phoenix jetzt spielt. Jetzt wahrscheinlich mit Fortressen probiert, aber keine Ahnung. Fortress mit Spawn. Naja. Ich sag danke fürs Zuschauen. Gerne Abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.